Ich glaube, der Aufzug ist kaputt. Und herzlich willkommen zu... Halt, wie bückt man sich? Ich kann mich nicht mehr bücken. Ich kann mich nicht bücken. Ah, ich bin schon klein. Jetzt. Zu Amnesia. A Machine of Pick. Halt, ich lese jetzt erst. Sabotage. Lidiert und böse zugerichtet, aber am Leben. Ich habe die... Entschuldigung. Die größten Anstrengungen des Saboteurs überlebt. Er und ich sind nun in einen epischen Zweikampf verstrickt, aber ich werde davon getrieben, meine Familie zu finden. Und ich werde mich durchsetzen. Ignoriere den Wahnsinn um mich herum. Denke nicht über die grausamen und unaussprechbaren Taten, nach die hier begangen wurden. Finde den Weg zu Bilge, beseitige die Überschwemmung, befreie deine Kinder. Genau, das ist der Plan. Und wir gehen jetzt erstmal ans Telefon. Quickly, Mantis, find the entrance nearby. The children weep in the darkness and the floodwaters continue to rise. Okay. Erstmal Licht. Nach der Schweinerei in der letzten Folge ist das ja hier erstmal ein bisschen entspannter. Hier ist wieder was zum Lesen. Zähne? Ich bin eine Zauberlampe. Ja, ich höre ja auf. Ja, so ein Werkzeug benutzt ein Zahnarzt. Ne? Ist doch... Ist noch nicht mal... Ein Frosch. Ich nehme den... Ne, ich nehme keinen Schenkel. Das hört sich eben seltsam an. Ich weiß nicht, hört ihr das auch? Ich lese jetzt erstmal den Zettel vor. So. 15. Juli 1899. Zur Erleichterung der Assimilierung von Gewebegruppen wird eine Verbindung benötigt, da sich die Zellen ansonsten nicht mischen. Die Entsorgung ungemischter Subjekte muss augenblicklich und mittels Einäscherung geschehen, da wir sonst eine kontinuierliche und formlose Animation riskieren. Dies wäre unerfreulich. Aha. Eine simple Verbindung aus einem Teil Brennpunkt-Vitalinfusion und einem Teil Orgonmonaden-Disperserflüssigkeit ist ausreichend. Sie kann den Subjekten dann nach dem Neuzusammenbau intravenös verabreicht werden, um die Zellmischung beizubehalten. Die Verbindung ist instabil und höchstens lichtempfindlich. Aha, nachdem sie injiziert wurde, kann sie mit der Schumann-Lampe aktiviert werden. Außerhalb des Körpers ist sie jedoch höchst ätzend und zerstört sogar kleine Mengen Metall. Also eine Flüssigkeit, die auf Licht reagiert und Metall zerstört. Und wir haben hier ein Schloss. Wartungszugang. Wartungszugang. Hinter den verschlossenen Toren gibt es eindeutig einen weiteren Korridor. Anscheinend habe ich mehrere Möglichkeiten. Das Vorhängeschloss ist alt, aber robust. Und nach diesem Sturz habe ich keine Kraft, es aufzubrechen. Aber vielleicht kann ich einen anderen Weg finden. Ja, eine Flüssigkeit, die auf Licht reagiert und ätzend wirkt dabei. Und aggressiv zu Metall ist. Das haben wir doch eben uns erlesen. Da war das Telefon. Ach so, ja. Nicht vergessen. Ja, die Folgen werden immer länger, weil ich... Das macht so einen Spaß wieder, das Spiel. Aha. Stuhl stellen wir erstmal beiseite, der stört eh. Bücher, nur Bücher. Hier ist wieder so eine Pyramide. Die war auch im Haus, ganz zu Beginn. Als die Grafik noch flimmerte. Huch. Eine Brille, ich will die Brille. Ja. Hier ist ein Gang. Hier ist ein Gang. Hier fehlt was. Hier fehlt was. Hier fehlt was. Aha. Gehen wir erstmal hier lang. Also wenn wir jetzt hier ein Schwein treffen... Haben wir schlechte Karten, wollte ich sagen.
Hier ist auch irgendwo eins. Hier ist ein Reagenzglas. Ich hoffe, das nimmt jetzt nicht so dunkel auf. Weil da ist ein Schwein. Wo ist das jetzt lang? Geht ja gleich wieder gut los. Da scheint sowas wie eine Tür zu sein. Kann man drumherum gehen? Ja. Okay. Hm. 20. August 1899. Habe heute noch eine Lieferung Schwachköpfe entgegengenommen. Das müssen die jämmerlichsten Exemplare der Menschheit sein, die ich jemals gesehen habe. Keiner wird sie jemals vermissen. Die Behörden der Irrenanstalt sind einfach nur froh, dass sie die Überfüllung ihrer wimmelnden, stinkenden Hallen reduzieren können. Wir messen ihre Schädel ab, überprüfen ihre Zähne. Wir stellen sie alle mit Laudanum ruhig. Sie warten wie Vieh in einer Reihe mit stumpfen, braunen Augen und schmutziger Haut. Viele verrichten beim Warten ihre Notdurft. Uah. In dem Manipulator ordnen sie sich schweigend ein. Ich höre das Zischen vom Gas. Ich höre das stumpfe Stöhnen, als Zähne gezogen und Knochen umgestellt werden. Ich höre die Schweine schreien. Wir haben alle Spiegel entfernt, denn nach dem Verfahren macht ihnen ihr Spiegelbild nämlich die größten Probleme. Später, wenn sie schlafen, mische ich mich unter sie. Meine Kinder, flüstere ich in ihren Träumen. Ihr seid jetzt meine Kinder. Ich habe wieder Kinder und eure mangelhaften Körper werden die Kraft sein, die mein eigenes Blut wieder zum Fließen bringt. Die haben aus Menschen und Schweinen irgendwas gebastelt. Entnehme ich dem jetzt hier. Ich mach mal todesmutig Licht an. Over there, place it in the corner. What? You think I speak Prussian? Do I look like an inbred hog, sir? Who gives a damn what it contains? Just set it down carefully and leave me be. Hier ist eine Tür. Hier ist Wasser. Hier kommt Gestank raus. Die Tür ist zu. Hä? Die war doch eben noch zu, die Tür. Ich höre ein Schwein grunzen. Ich sehe ein Schwein laufen. Das geht da lang. Dann gehe ich mal da lang. Jetzt kommt es wieder her. Wo geht es lang? Ich nehme mal an, ich muss da lang, wo das Schwein lang läuft. Wo ist es hin? Schwein? Schwein ist weg. Interessant. Telefon. The lift has been sabotaged. You will have to find another way to the tunnel. Take care in this place, Mandus. It is the crucible of the evil that stalks these corridors. Ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin. Das waren ja zwei Tunnel. Hier ist wieder eine Nische zum Verstecken.
Da komme ich doch bestimmt nicht durch. Eine Lampe, die vor sich hin glimmt. Na gut, gehen wir mal die Treppe hoch. Na, ich lasse sie an. Zu. Hier müssen wir irgendwie... Hier komme ich jetzt noch nicht vorbei. Aha. Hier sind so eine Dinger, die kann man da reintun. Sowas haben wir da auch bei diesem Objekt da in der Mitte gesehen. Ist mir hier nicht geheuer. Das Gemäuer. Ich habe was gehört. Da waren meine Kinder. Ich werde da jetzt mal so ein Ding reinlegen. Geht das hier? Kann man das benutzen? Da stand was. Ach, Fluteinbruch. Notabschaltung in Kraft. Geht das nochmal? Nein, guck mal. Geht nicht nochmal. Luko lässt hier lang. Also ein so ein Ding haben wir hier. Muss ich aber was tun, nehme ich mal an. Das war jetzt richtig. Jetzt gehen wir hier nochmal um die Ecke schauen. Hier ist ein Teddy. Aha. Wer verlegt denn so Rohrleitung? Ja, echt mal. Nur um mich zu erschrecken. Hör auf zu flackern, Licht. Ah, ein Zettel. 4. August 1898. Weitere Experimente mit der Verbindung X habe dem Hund Strychnin injiziert. Er durchlief die erwarteten Krämpfe und Zuckungen und starb kurz nach Mitternacht. Ich habe den Körper in ein großes Behältnis voller Verbindung X getaucht und mittels einer Induktionsspule 3,5 Minuten lang Wechselstrom hinzugefügt. Dies regte eine partielle Wiederbelebung an. Die vor dem Tod erlittenen Schäden waren nach der Wiederbelebung jedoch weiterhin präsent. Der Hund befand sich somit weiterhin im Zustand akuter Strychninvergiftung, bis ich sein Leiden mit einer Kugel in den Kopf ein Ende setzte. Aber ertrinken? Vielleicht ja. Letztendlich ist das der gnädigste aller Selbstmorde. Einem Ertrunkenen die Flüssigkeit in den Lungen mit Verbindung X ersetzen, ja, das sollte theoretisch eine perfekte Wiederbelebungsmethode sein. Hier komme ich nicht weiter. Die Tür geht auf. Aha, wo bin ich denn jetzt? Nanu? Ich bin doch jetzt hier oben. Jetzt sind die Dampfrohre aus. Hier kann ich nicht aufstehen. Hier muss ich kriechen. Oh, hier geht's runter. Ach, egal. Ah, jetzt bin ich hier. Okay. Guckt mal, jetzt liegt hier so ein Ding. EIV. Das nehme ich mal an. Da kann ich nichts reintun, aber hier muss ich noch was reintun. Hier steht BIV drauf. Ach, bestimmt diese Verbindung und dann kann ich hier dieses Zeug mir basteln und das geht jetzt hier weiter. It fell onto his hands and they eroded in front of me. To stumps. To stumps. Next time we will use an equal mix of infusion vitae and orgone disperser. No, no, just take him out. You can dump him in the river for all I care. Aha. Denn schnell weg damit, oder was? Erst verstümmeln. Und dann entsorgen. Ich glaube, hier wäre es einfacher gewesen. Bloß hier habe ich nicht jetzt... Mir fehlt... Ah, hier ist ein Zettel. Die Zutat. Eine Warnung. Es ist entzündet und es brennt. Ich blute aus jedem Loch.
Vorne und hinten und alles läuft mir die Beine runter. Blut, Exkremente, meine Lungen liegen in meiner Kotze und jetzt gebe ich Organklumpen von mir auf den schmutzigen Stein. Trink das, sagte er, und ich trank es. Wegen der Veränderungen, die mein Inneres nach außen kehren, niese ich meine Zähne raus, die wie Mäuse in der Dunkelheit verschwinden. Ich kann sie nicht alle finden, aber ich sammle so viele, wie ich kann und schiebe sie mit meinen Fingern zurück in meinen grauen Gaumen. Aber die Nägel sind weich und fallen aus. Trink es, sagt er, es wird gegen das Fieber helfen, denn nicht alle von uns haben die Veränderung, halten die Veränderung aus. Auf dem anderen Tisch ein Biest unter einer Decke. Niemals wollte ich darunter blicken, aber es hat es auch getrunken. Er hat es unter der Decke gerecht? Er hat es unter die Decke gerecht und ich hörte, wie es trank. Gereicht soll das heißen. Oh mein Gott, wie kann ein Mann derart viel Blut scheißen und immer noch leben? Ach du Kacke. Ja, ich gucke jetzt nochmal hier hinterm Fass. Da ist nichts. Dann gucken wir jetzt hier. Was ist jetzt passiert? Ist jetzt was passiert? Irgendwas? Nochmal, ich kann hier nichts machen. Mir fehlt. Ist hier irgendwo. Da! Ich bin ja auch blöd. Guck mal, was da liegt. Da steht was anderes drauf. Können wir das jetzt hier lesen? Nee. Und zurück. Ich muss ja sowieso hier lang. Das ist aber jetzt ein anderer Weg, oder? Ich mach mal Licht. Ich sehe ja hier absolut nichts. Oh! Blödes Schwein! Das Ding muss dann logischerweise hier rein. Sehr schön. Hä? Oh ja, das ist gut. Mach die Dinger bloß zu. Dann schauen wir mal, was hier steht. Oh, die Zentrifuge. Dies scheint eine Art bizarres Mischgerät für chemische Verbindungen zu sein und es stinkt definitiv nach den ekelhaften Flüssigkeiten, die ich schon so oft gesehen habe. Es handelt sich eindeutig um eine Verbindung, einen flüchtigen Bastard zweier Inhaltsstoffe. Ich würde darauf wetten, dass ich sie irgendwo in der Nähe finden kann. Ja, haben wir ja auch. Ich habe die Verbindung wie ein lebendiges Ding zischt und dampft sie in ihren Behälter vor sich hin. Ein wahres Hexengelee zum Brennen und Ätzen. Der gläserne Behälter ist eine merkwürdige Wahl. Es scheint, es sei denn, er besteht aus einem besonderen Grund, weshalb er das allgegenwärtige Metall nicht mit dieser sogenannten Verbindung X in Kontakt kommen darf. Ich sollte mich nach weiteren Hinweisen umsehen. Ja, das wissen wir doch. Das Zeug ist lichtempfindlich. Ich sollte da nicht so drauf leuchten. Aber der Behälter besteht ja aus Glas. So, und dann war ja da oben. Da gehe ich jetzt nicht nochmal hin. Dann war ja da oben dieses komische Schloss. Ich komme da nicht hin. Oh. Und jetzt? Haha. Oh. Da hat er Bumm gemacht. Danke, Lampe. Du blendest aber. Leucht mal nach da oben hin. Tja. Und damit sind wir hier durch. Und es geht
weiter nach unten. Oh, schon schön in ein Schutzrohr verlegt, das Kabel. Von Lampe zu Lampe. Come here, Daddy. Faster, faster. Ja, meine Kinder. Mein Sohn kann ich ja nicht sagen. Ich habe ja zwei. Und ich weiß jetzt gar nicht, welcher von beiden das war. Oh, hier geht's runter. Eine Leiter. Ein Zettel liegt hier nicht, ne? So geht man Leitern runter. Aha. Nö, ich will nicht in das Loch. Hört ihr das auch? Ich habe keinen Bock. Okay, ich gehe natürlich in das Loch, aber nicht mehr in diese Folge. Oder?